Heute möchten wir mal was anderes aus einer Dampflok nehmen und haben uns vorgenommen, die V140, die es in DB-Variante, Reichsmann-Variante gibt. Wir haben hier mal die in Rot von der Deutschen Bundesbahn und innen ist das ja absolut baugleich. Was ich euch heute mal zeigen möchte, ist so ein bisschen auch die Entwicklung, die bei uns zum Teil vollzogen wird. Hier sehen wir das Release 1, also so haben wir früher mal den Umbausatz gemacht. Ihr seht, hier ist die Möglichkeit, den Glockenankermotor reinzupacken. Hier war Pufferplatz und hier hinten war dann der Lautsprecher dran gedockt. Ihr seht hier so ein bisschen die Schallbox und da war dann der Lautsprecher drin. Da war normalerweise bei der Minitrix-Version die Schwungmasse drin. Und das ist also jetzt Release 2. Deutlich anders. Ihr seht, wir haben einen völlig anderen Lautsprecher drin. Das ist jetzt mittlerweile der 11x15. Und wir haben hier ringsrum, da wo Platz ist, im Schallraum Hohlkörper hier, sodass die Resonanz ganz anders ist mittlerweile. Und es ist ein schöner, satter, dunkler Bass-Sound, den wir damit erreichen können. Hier Durchführungsmöglichkeiten für Litzen. Und vorne eben Austritt Glockenankermotor. Schauen wir uns die Lok innen einmal an. Wir sehen sie hier ausnahmsweise schon mal richtig fertig verdrahtet. Sonst seht ihr ja immer zum Teil noch den Baufortschritt so ungefähr. Aber hier mal in echt, wie es nachher aussehen könnte. Das Einzige, was wir machen müssen, ist hier noch isolieren. Das muss noch gemacht werden. Also, ihr habt oben eine Platine. Diese Platine könnt ihr hier und dort abschrauben. Das heißt, die geht nach oben weg. Danach könnt ihr den Motor entnehmen mit Schwungmasse hinten, Motor hier, Schnecke dort. Einseitig mit der Schnecke angetrieben, also einfach rauszunehmen und den Motor legt ihr beiseite. Was wir hier gemacht haben bei unseren Umbausätzen, wir haben einfach die Flüsterschnecke genommen, die wir haben in Kunststoff und ausgetauscht gegen die Messingschnecke, dass wir also nicht Messing auf Messing haben, sondern einfach einen ruhigeren Lauf, sodass wir auf Kunststoffschnecken fahren, bei den Zugkräften für Spur N überhaupt kein Problem. Hier müsst ihr dann einmal die Platine abflexen, das macht ihr genauso hier. Warum machen wir das? A, weil wir die Aufnahme hier vorne Strom unten brauchen und wir haben jedes Mal die Birnen drin gelassen. Ihr könnt die aber auch gegen LED austauschen, das ist kein Problem, aber die Kontakte hier kann man da wunderbar verwenden, auch um hier die Litzen vorzulöten. Also haben wir diese beiden Restplatinen, die ihr erstmal beiseite legt und später wieder ranpackt. Dann packt ihr den Sound-Motor-Block, den ihr von uns habt, nehmt den Glockenankermotor und packt ihn hier rein, dann den Wellenadapter drauf, die Flüsterschnecke drauf und dann knipst ihr zunächst mal alles hier rein und schaut, ob das richtig passt. In der Regel ist alles schon auf einen halben bis 1 mm Abstand Schnecke zu Zahnrad fertig, sodass ihr einen schönen, vernünftigen Lauf habt. Also normal sollte das passen. Wenn ihr den Block hier reinklebt, kann es aber natürlich sein, dass ihr ein bisschen Kleber habt. Der Kleber sorgt dafür, dass der Abstand größer wird. Also da müsst ihr trotzdem darauf achten, ob vom Zahnrad zur Schnecke das ein vernünftiger Abschnitt ist. Also was macht ihr? Ihr nehmt ganz dünnen Lackdraht, wickelt ihn einmal um die Schnecke, ihr kennt das Prozedere ja, und sorgt dann dafür, dass es auf Kontakt festklebt, danach zieht ihr dann eben den Lackdraht nach Aushärten wieder raus und in der Regel habt ihr dann einen vernünftigen Abstand, den ihr auch braucht, sodass die Schnecke frei schön läuft und nicht aufliegt auf dem Zahnrad, denn sonst habt ihr nachher ein Geruckel bei der Lok und das wollt ihr natürlich nicht haben. Wenn das alles fest ist, dann lötet ihr die Litzen an den Decoder. Ihr seht, hier ist einer drin, es ist Platz für alle drei Decoder. Der Hersteller Zimo könnt ihr nehmen, Döhler und Haas könnt ihr nehmen, ESO könnt ihr nehmen, es passt alles rein. Das Höchste, was wir hier haben, ist der Lautsprecher, der hier in der Mitte liegt. Der stört aber nicht, sondern passt hier genau wunderbar rein. Es darf nur nichts höher sein als hier oben der Lautsprecher. Dann bekommt ihr das Gehäuse nicht mehr zu.
Hier liegt der Puffer. Der Puffer, den könnt ihr stapeln, wenn ihr wollt. Es reicht aber einer aus bei der Lok. Die Stromaufnahme ist ausreichend. Dann packt ihr den da rein, wo die Schwungmasse vorher dran ist. Ja. Ist alles verlötet, guckt, dass ihr das, was wir hier noch machen müssen, schön alles abisoliert, dass also nichts irgendwie dazukommen soll. Hier mal mit irgendwelchen Verbindungen plötzlich einen Kurzschluss produziert. Ihr seht, wir haben hier den Decoder mit einfach Klebeband fixiert, einmal rüber. Das ist ja ein Bereich, den man nachher hier nicht sieht. Also das ist eine relativ einfache Geschichte, trägt auch nicht auf. Dann einmal ein Testlauf ohne Gehäuse, dann ja, Gehäuse drauf und der Resonanzkörper ist dann wirklich festgestellt und fertiggestellt. Mehr gibt es dazu lockt so gar nicht zu sagen. Relativ ja, charmant der Umbau, gar nicht so komplex. Und jetzt gucken wir uns an, wie das Ganze auf der Bahn nachher wirklich aussieht, wenn die Lok fährt. Als ein Beispiel, wie gesagt, ihr könnt da andere Soundprojekte euch nehmen. Das ist relativ frei. Da kann man entweder selber basteln, also wir haben ein Soundprojekt selber entwickelt, könnt aber auch die nehmen, die zum Beispiel von ESO vorhanden sind.